Hallöchen, seid gegrüßt, meine wundervollen Seelen. Der Weg deines Herzens. Was möchte denn dein Herz? Welchen Weg möchte dein Herz gehen? Ich grüße euch alle ganz herzlich zu dieser Legung. Genießt es. Und wenn ihr das Gefühl habt, dass es für euch nicht stimmig ist, dann könnt ihr einfach wieder ausschalten. Ich grüße auch alle neuen Zuseher. Seid willkommen. Fühlt euch wohl auf meinem Kanal. Da sind die ersten. Ich gucke jetzt einfach mal. Ich bin mal gespannt, ob es klappt mit dem Wind. Das ist das Golden Wheel Tarot. Welchen Weg möchte dein Herz gehen? Ihr wisst ja, dass die Decks sind immer so für 4 bis 6 Wochen von den Energien her. Auch wenn du erst in einem halben Jahr auf dieses Video stößt, sind die Energien dann für dich gerade stimmig. Weil ja jeder so ein bisschen in seinem eigenen Rhythmus unterwegs ist und in seiner eigenen Geschwindigkeit. Das war's. Hier soll ich stoppen. Dann schauen wir mal. Ich deckse mal alle auf. Zack, 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 zack. So. Huch. Die schöne Löwenzahnblüte. Ja, meine Liebe. Dein Herz möchte, dass du dir darüber bewusst bist oder darüber bewusst wirst, was du schon alles geleistet hast, welche wundervolle, wertvolle Arbeit du schon vollbracht hast, was du alles schon geschafft hast. Du hast schon so viel gemacht und erreicht. Werde dir dieses Schatzes bewusst und bleibe weiter am Ball. Begegne allen Menschen, denen du begegnest, auf Augenhöhe. Gleichwertig, auf einer Stufe stehend und reiche jedem, dem du begegnest, deinen gefüllten Kelch, dann wirst auch du den gefüllten Kelch gereicht bekommen. Also dein Herz möchte, dass du dir darüber bewusst wirst, wie viel du schon geleistet und geschaffen hast. Und dass du weitermachst auf dem Weg, auf dem du jetzt bist, denn du machst hervorragende Arbeit. Du bist gut dabei und du kannst allen Menschen auf Augenhöhe und gleichberechtigt begegnen. Du hast das Zeug dazu. Das kann ja nicht jeder. Du kannst es. Denn das führt dich in die Fülle. Werde dir darüber bewusst, welche Fülle du jetzt bereits in dir trägst. Und dann wird in der Folgezeit auch die Fülle im Außen kommen. Dein Herz möchte dir sagen, dass du Fülle bist, dass du Fülle in dir hast. Und wenn du dir darüber bewusst wirst, wie erfüllt du in dir bist, welche Fülle du bist, dann wird die Fülle auch im Außen in dein Leben kommen. Hier haben wir wie zur Bestätigung die 9 Kelche nochmal mit dazu. Letztendlich drückt dein Herz hier wieder dasselbe aus. Genieße diese Fülle, die du hast, auch. Sei dir darüber bewusst, feiere diese Fülle, genieße sie, nimm sie wahr, geh da in das Sein und zelebriere diese Fülle in dir und in deinem Leben ruhig auch.
Denn so kannst du zur Hohepriesterin werden. So kannst du deine spirituelle Meisterschaft leben. So kannst du wirklich in die volle Potenzialentfaltung deines innersten Seins hineinkommen. Dein Herz möchte, dass du diesen Weg gehst, um die beste Version von dir selbst zu werden. Dass du alles wächst und alles lernst, was du dir tatsächlich für dieses Leben vorgenommen hast. Hier kannst du erreichen, wirklich dein Selbst, deine Seele vollständig zu leben. Das ist ja ein gigantischer Weg deines Herzens. Super, total genial. So, wir gucken mal. Also, bleibe am Ball mit deiner Art zu arbeiten, mit dem, wie du bist, wie du wirkst. Bleibe am Ball, werde dir aber auch darüber bewusst, was du alles schon geleistet hast. Achte da vielleicht auch drauf, dass du wirklich allen Menschen ebenbürtig begegnest und es wird dir Fülle bringen. Fülle, Fülle, Fülle. Und du sollst die dann bitte auch genießen. Du darfst ja auch feiern. Du kommst hier in dein volles Selbstwertgefühl, in dein volles Selbstbewusstsein. Du kommst hier in dein volles Urvertrauen. Und du kannst dann wirklich aus den vollen Kelchen heraus die Liebe und den Frieden nach außen fließen lassen zu allen anderen hin und erreichst hier wirklich die beste Version von dir selbst. Schauen wir mal, was das Crystal Vision Tarot noch dazu zu sagen hat. Gibt es noch eine Botschaft deines Herzens? Ja, brachial, oder? Was fällt? Der Hierophant, das männliche Pendant zur Hohepriesterin. Also hier wird das nochmal bestätigt. Du kannst hier deine vollen Potenziale entfalten. Du kannst dein volles Sein entfalten. Du kannst hier in deine volle Seelenkraft eintauchen und kannst deine Uressenz als Seele leben. Du kannst es schaffen, du kannst es erreichen. Dein Herz möchte, dass du diesen Weg gehst. Das ist ein guter für dich. Sehr schön. Dann schauen wir noch eine Botschaft aus deiner Seele. Es zeigt den Trunkenbold. Als allererstes, hier geht es nicht wirklich um Alkohol. Hier geht es einfach symbolisch um unsere Abhängigkeiten. Hier sagt deine Seele dir als Rat, schau bitte nochmal ganz genau hin, wo bist du noch abhängig von Dingen im Außen. Das kann Spiele betreffen, das kann eine Verhaltensweise von dir selbst sein, wo du wirklich unruhig und nervös wirst, wenn du es nicht machst. Also jetzt, manche kennen das vielleicht, bevor man das Haus verlässt, kontrolliert man nochmal, ob der Herd aus ist. Dann zieht man die Türe zu, vielleicht sperrt man sogar ab, indem man den Schlüssel zweimal rumdreht. Und trotzdem muss man dann nochmal am Türgriff drücken oder wackeln und gucken, ob die Türe wirklich zu ist. Das ist ein Zwangsverhalten sozusagen. Also, wo kannst du nochmal Abhängigkeiten auflösen? Wo kannst du Abhängigkeiten nochmal loslassen? Geh da nochmal in dich und fühle nochmal.
das ist der Rat deiner Seele, damit du in die Befreiung gelangen kannst. Befreie dich von dem Geist in der Flasche. Wir haben hier interessanterweise zwei Darstellungen. Einmal der weiße, weibliche, weiche, vielleicht Weingeist. Denn ab und zu mal ein Gläschen Wein ist ja sogar gesund. Rotwein, wegen der Flavonoide, die drin sind. Aber wenn es eben zu viel wird, und da haben wir die übermächtig große Schattenflasche mit dem Teufel, wenn es aus dem Ruder läuft, dann ist es eben ungesund. Das ist natürlich auch hier nochmal der Hinweis deiner Seele, das Maß ist ja auch immer mit entscheidend. Etwas maßvoll genießen ist immer in Ordnung, aber massenhaft etwas genießen zu wollen, ist ungesund. Und wir haben hier natürlich auch bei den Abhängigkeiten nochmal den Aspekt, wo bist du vom Außen abhängig? Noch immer, wenn es darum geht, um die Themen Anerkennung zu bekommen, Lob zu bekommen, Wertschätzung von außen zu bekommen oder Liebe von außen gezeigt zu bekommen. Denn das alles kannst du in dir finden. Gut. Meine Lieben, der Weg eures Herzens. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Tschüss.